Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um mit euch weiter über die dritte Staffel der Serie zu sprechen. Und dabei soll es heute gehen um die vierte Folge Iron Guts Kelly. Und als Gäste begrüße ich diesmal den wundervollen Arnie. Darf ich jetzt aus dem Schrank rauskommen? Ja. Und den wundervollen Flo. Ich trinke noch einen Wodka, der fahnt wenigstens nicht. Ja, und natürlich begrüße ich euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Worum geht's denn in der heutigen Folge? Ein hochdekorierter General kommt ins Camp und verfällt selbstverständlich Hot Lips. Die ist allerdings tatsächlich ein bisschen zu heiß für ihn, denn er fällt in ihrem Bett tot um. Natürlich sucht sie Hilfe bei Hawk und Trapper, weil zu wem soll sie sonst gehen? Und die versuchen, die Sache diskret zu regeln. Leider gibt es ein Problem mit der ganzen Sache, denn aus Prestigegründen muss der General selbstverständlich im Kampf gefallen sein. Ja, demzufolge versucht sein Attaché irgendwie die ganze Sache zu regeln. Blöderweise wird seine Leiche aber in den falschen Sunnywagen gelegt, mit dem gerade ein Haufen Nutten das Camp verlässt. Und so wird die ganze Sache etwas schwieriger zu vertuschen. Ja, ich muss sagen, ich hatte Spaß an dieser Folge. Wie ging's euch? Ach ja, also sie hatte ihre Momente. Wenn da Igor da erstmal seine Party da ankündigt und ausgerechnet unser Zweigestirn Trapper und Hawkeye ihn bitten, das Ganze etwas runterzufahren, das hat was. Ja, ich mochte es auch. Es war so eine sehr klassische Mesh-Handlung, aber es hatte ganz viele dumme Sprüche, die mir sehr gut gefallen haben. Oh ja, das ist richtig. Nein, vor allem, was ich an dieser Folge so großartig fand, vor allem wie Raider jedes Mal erschrocken ist. Weil, wie gesagt, der erst hat er ja ein bisschen Schiss vor dem General und so. Und ganz schlimm wird es dann auch eben als dessen Stellvertreter, dessen Attaché da so auftaucht und ihm befiehlt, auch so gefälligsten Krieg finden schnell. Das fand ich schon großartig. Ja, und dann findet er erstmal Scheißerei, dann findet er eine Stelle, wo schon seit Wochen Kämpfe waren und jetzt gerade hat es sich aufgeklärt. Und was war das? Ganz in der hintersten Ecke hat er dann doch noch was gefunden. Genau. Ja, dieser wundervolle Satz, hey Sie da, verbinden Sie mich mit dem Krieg. Genau. Und vor allem fand ich das so niedlich, wir sehen den Teddy wieder. Ist das etwa ein Teddybär? Ja, die Vorschriften verbieten es mir leider, einen echten Bären zu halten. Genau. Später ändert sich das hier noch ein bisschen. Ja, also im Englischen sagt er ja, Vorschriften verbieten einen echten, ob jetzt ein echter Bär oder ein echter Teddybär da gemeint ist, das wird so ein bisschen in der Schwebe gehalten. Ist ja auch wieder knuffig. Aber was ist denn ein falscher Teddybär? Ja, zum Beispiel gibt es ja auch hier in Deutschland so ein paar Firmen, die ausgestopfte Tiere. Ach so, ich verstehe, okay, ja. Ja gut, ja, okay. Fangen wir mal vorne an. Wir haben ja wieder, wie schon so oft, mal einen General, diesmal Iron Guts Kelly, der ins Camp kommt. Und wie immer ist Henry natürlich nervös. Und da gibt's auch, ich habe heute wirklich viele tolle Zitate. Da gibt's diesen schönen Moment, wenn er zu Raider sagt, ich trinke einen Wodka, der fahnt nicht. Sir, riechen Sie mal, Raider. Was riechen Sie? Bourbon. Oh, ich hätte keinen von dem Wodka trinken sollen. Also so richtig schöne Momente, wie der Henry ist so
Und dann, Raider, ganz praktisch, hier nehmen sie ein Kaugummi. Ja. Nein, ganz generell, es ist immer niedlich, wenn Henry versucht, militärisch zu wirken. Was natürlich gnadenlos schief geht. Aber ich sag mal so, die Interessenslage des Generals verschiebt sich ja recht schnell. Ja, aber erst, als es ins Casino geht, ne? Aber er war auch ein charmanter General, ne? Muss man sagen. Ja. Wir hatten schon schlimmere. Ja. Also für die Viertelstunde, die er da spielen durfte, hat er doch einen eher positiven Eindruck hinterlassen. Ja, das stimmt. Ganz anders als sein Adjutant, der da zweiter Auftritt mit halb eingeseiftem Kopf. Und zwar die obere Hälfte. Das ist die, die ich auch meistens einseife. Obwohl da bei dir so wenig ist. Ja. Was mich hier wirklich, was ich lustig fand, ich meine, dass das Hot Lips auf hochrangige Menschen steht, das wissen wir ja schon. Aber dass tatsächlich da so viel Gegenliebe ist, das fand ich auch ganz putzig. Naja, es wird nicht so viel Auswahl sein im Krieg. Naja, ich frage deshalb, aber es ist nicht irgendwie etabliert, dass die es schon vorher kannten. Weil oft ist es ja so, dass Margaret schon eine Vorgeschichte hat mit vielen dieser Menschen, die da im Camp auftauchen. In dieser Folge habe ich das jetzt nicht mitbekommen. Also da sagen sie es nicht. Ja, stimmt. Also da ist wirklich förmliche Vorstellung, das ist unsere Oberschwester Margaret Houlihan und da fangen die ja beide wirklich an, Blicke hin und her zu werfen und dann haben sie was dagegen, wenn wir ein Foto machen und dann schickt ja schon der General den Adjutanten mit der Wurzel aus Major Quadrat weg. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Er soll ihm den Freniston-Plan zeigen. Was ist das denn? Ein gewaltiges Forschungsprojekt der Armee, um Getriebeöl nach 5000 Meilen Benutzung essbar zu machen. Ach, tatsächlich. Auch wieder so ein vollkommen bescheuerter Moment, aber Frank fällt natürlich drauf rein. Auch ein großartiger Moment, als sie Frank vorstellen. Major Burns, one of our best surgeons, a real killer. Ja. Ja, und der General und Margaret verziehen sich dann ja in ihr Zelt. Ja, also bis dahin ist es ja noch alles. Ja, und dann haben wir den Schnitt und Margaret kommt wirklich zu den Besten für den Job. Und das sind die so niedlich, dass sie wirklich zu den beiden geht. Ich meine, klar, sie hat nicht viele Möglichkeiten, wo soll sie sonst hin, aber ich hätte ja an ihrer Stelle Raider geholt, eigentlich. Raider wäre erstmal über seinen Teddy gestolpert und hätte seine Brille verloren. Und also sie brauchte schon jemanden, von dem sie weiß, sie kann sich wirklich drauf verlassen in der Notlage. Und das ist ja schon wirklich schon, also ja, sie regt sich drüber auf, wie lax die beiden das Ganze handhaben, aber wenn es da wirklich spitz auf Knopf geht, also bei Frank kommt ja doch immer nur ein und meine Frau. Oh, Frank! Naja, zu Frank hätte sie ja logischerweise nicht gehen können. Ich meine, das zeigt sich ja auch schön in der Szene, wie sie ihn dann da aus dem Zelt wieder rauskomplimentiert, ja. Die ja auch großartig ist. Ja, stimmt. Ich habe Kopfschmerzen. Nein, ich habe wirklich Kopfschmerzen. Ja, auch meine Unterwäsche hat Kopfschmerzen. Raus jetzt! Ja, aber seien wir mal ehrlich, wenn in dem Camp die Kacke am Dampfen ist, dann geht man zu Hawkeye und zu Trapper. Die machen dumme Sprüche, aber die helfen. Ja. Alle anderen sind vielleicht nicht unfähig, aber nicht so.
Ja. Außerdem, Raider ist damit beschäftigt, Henry beieinander zu halten. Und das ist ein Fulltime-Job. Tja, aber er gibt immer 110% dabei. Naja, und dann kommt natürlich während der Diagnose der schöne Spruch, I think his pulse stopped before you did. Da war auch schön. Ja, oder auch, wie war das, wenn seine letzten Worte waren, ich werde wiederkehren, nicht drauf warten. Das ist so, ja. Naja, und dann haben wir halt, wie gesagt, das Problem, wir müssen ja erstmal die Leiche irgendwie loswerden. Und, stimmt, und dann kommt Frank vorbei und von außen hört man nur Rums, Krach, Boing, Tür auf. Frank, ich habe Kopfschmerzen. Und Trapper und Hawkeye kloppen Karten. Ja. Ja, wir spielen Karten. Nachts um 4 in meinem Zelt, weil wir alle nicht schlafen konnten. Genau, das klingt total logisch. Und dann versuchen sie, die Leiche ins VIP-Zelt zu schaffen. Und da taucht der Adjutant auf, der gerade seinen Kopf rasiert. Ja, vor allem vorher müssen sie noch auf die Wachen, die das VIP-Zelt so umkreisen, umschiffen. Was ja auch mit so einer unkooperativen Leiche nicht ganz so einfach ist. Zumal der Typ ja auch nicht unbedingt der Schmalste ist, ne? Nicht wirklich, nein. Ich meine, so ein Raider klemmst du dir halt mal schnell unter den Arm, aber... Ja, was macht man denn jetzt mit dieser Leiche eines Generals? Der kann doch nicht einfach so in einem fremden Bett sterben, das geht doch nicht. Ja eben, soll er wenigstens im eigenen Bett sterben. Das geht ja auch nicht, der muss einen Heldentod sterben, sagt ja, zumindest der Adjutant. Wobei eigentlich gehört ihm ja rein technisch das ganze Camp. Also ist er schon im eigenen Bett, nur war das gerade zufällig von wem anderen belegt. Aber das sind jetzt technische Kleinigkeiten. Ja, und ich meine, Death in Action kann man ja jetzt tatsächlich sagen, aber... Ja, mitten im Gefecht ist er draufgegangen, der Arme. Genau. Naja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt ja dringend einen Heldentod. Und deswegen wird Raider eben, wie gesagt, dazu beauftragt, einen Krieg zu finden. Was sich allerdings als recht schwierig herausstellt, weil entweder die Action ist gerade vorbei oder es gab seit Wochen schon keine kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Ecke oder es herrscht einfach nur explosiver Durchfall. Keine Gefechte, nur Durchfall. Ein schönes Zitat. Ja, ja. Aber wir finden dann letzten Endes einen Sektor, der unter Feuer steht. Das Interessante daran ist, ich weiß allerdings nicht, das habe ich auch nur gelesen, ob es stimmt. Es werden Koordinaten genannt. Breitengrad 27, Längengrad 70. Und diese Koordinaten sind schon fast in westlichen Indien nah an der Grenze zu Pakistan. Also hat mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun. Ja gut, also das wird eine größere Tankrechnung, ja. Ja, es ist schön, finde ich auch, wenn Raider in der Zeitung nachgucken soll, wo gerade Gefechte sind. Und er sagt, die Zeitung von heute bekommen wir schon seit Wochen nicht mehr. Das sind so diese vielen Kleinigkeiten, die Folge doch sehr sehenswert machen. Ja. Nein, und die nächste Frage ist dann, als wir tatsächlich den guten Mann, nachdem wir ja einen Teil des Krieges gefunden haben, in den Sunnywagen legen, war es Absicht oder war es wirklich einfach der falsche Sunnywagen? Es gab, glaube ich, nur den einen und nur, also, Trapper und Hawk haben sich ja zumindest breitschlagen lassen, die Leiche noch einen Schritt weiter zu transportieren. Das Einzige, was da war, war der Sunnywagen. Und dann kam halt die kleine Party von Igor und seinen Freunden und Freundinnen, vor allem Freundinnen, die dann da etwas aus dem Ruder in den Sunnywagen überschwappt. Ja, die ist ja nicht übergeschwappt, die waren halt auf dem Heimweg. Ich meine, die Damen müsste ja auch irgendwie wieder loswerden, nicht? Ja,
Gut, also man hätte sie auch bei Rosies parken können. Und das ist tatsächlich in dieser Folge das erste Mal, dass Rosies Bar erwähnt wird. Across the Road. Mhm. Also da hätte man sie wirklich hinbringen können. Aber schön ist ja auch, dann Trapper und Hawk beim Abschlusstrunk endlich alle Arbeit erledigt. Der Wagen fährt ab. Und wer kommt rein? Der Adjutant. Natürlich. Dicht gefolgt von Frank, der mal wieder mehr Chaos anrichtet, als gut für ihn sein könnte. Ja, auch dieser Satz, the ambulance was full of floozies. Der hat arrangiert, dass die Militärpolizei das Fahrzeug stoppen soll. Am nächsten Checkpoint. Das ist natürlich wieder nicht das, was der Adjutant geplant hat. Ich sag ja, er macht mehr Unsinn, als gut für ihn ist. Aber zum Glück hat ja die Ambulanz vor dem Checkpoint noch einen Unfall. Ja, die ganzen Koreanerinnen sind unverletzt, aber der General ist tot. Und Henry ist noch verwirrter, als dann der Adjutant das Telefon nimmt und die Navy auffordert, das Gebiet zu bombardieren, damit der General is gonna perish in a full-scale blazing all-out glorious star-spangled bannered death. Ja, also das fand ich schon großartig, wie er sich da in Rage redet in diesen letzten Zeilen. Das war schon toll. Ja, wie war das? Sektor 5, wo Raider noch einwirft, aber da gibt es nur Durchfall und das kriegen wir schon hin. Ja, später steht er dann auch in der Stars and Stripes, dass General Kelly in einem heldenhaft im Kampf gestorben ist. Ja. Wie steht ihr denn zu dieser Folge? Wie würdet ihr die denn bewerben? Sagen wir mal, ich gebe einen verlorenen Generalsstern und vier voll aufgetakelte Floozies. Ich würde mich einigen auf 9 von 10. Ist das deine Waffe oder freust du mich? Freust du dich, mich zu sehen? Ich, mir jetzt auch gut gefallen. Ich gebe 8-mal Durchfall, kein Schlacht. Aber noch ein kurzer geschichtlicher Seitenblick. Wir befinden uns ja immer noch so in den Jahren 50, 51 in der Handlung. Mhm. Und in dieser Zeit sind in Korea nur zwei Generals gestorben. Nämlich Walton Walker, gestorben am 23. Dezember 1950 beim Autounfall. Und Bryant Moore am 24. Februar 1951 ein Herzinfarkt, nachdem er mit dem Helikopter abgestürzt ist. Das ist so auch erstmal ein Talent, mit dem Hubschrauber abstürzen und dann einen Herzinfarkt sterben. Das ist an der Mesh-Episode würdig. Ja, eigentlich schon. Ja, wobei, also da haben sie ja im Grunde beides zusammengeführt, ne? Mit dem Hubschrauber hatten wir ja auch nochmal was. Ja. Hm? Und dann hatte er einen Herzinfarkt. Also warum nicht, ja? Aber gab es nicht, hatten wir nicht irgendwann schon mal das Gespräch mit dem Hubschrauber tatsächlich am Set, wo sie alle Schiss hatten und dann ist am Ende wirklich was passiert? Das hatten wir in der einen Folge, wo der Hubschrauberpilot irgendjemand entführt hat, glaube ich. Genau, ja, genau, stimmt, du hast recht, ja. Nun gut, dann würde ich sagen, wenn ihr hier keine Ergänzungen mehr habt, unsere Zitate, nehme ich an, haben wir jetzt in der Folge schon alle untergebracht, richtig? Ja. Ja, dann wollen wir zusammen in mein Zelt gehen. Ich glaube, ich spiele lieber Karten. Ich habe Kopfweh. Meine Unterwäsche auch. Liebe, ja, gut. Liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns zur nächsten Folge. Bleibt uns treu und lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.